Bin ich jetzt bei deinem iconic Intro dabei? Ja. Hi FIFO, ich bin's, Mikey, euer Upstable-Stylist. People, welcome back to my channel. Welcome, welcome. Unglaublich, bei diesem Intro dabei sein zu dürfen, ist eine unglaubliche Ehre. Ich habe schon gesagt, most iconic Intro auf YouTube. Wir haben Maxi da heute. Say hi to Maxi. Was geht ab? Girls, he is single. Aber die Bewerbung muss an mich gehen, weil ich selektiere. You know, I need to be best friends with her. I'm just sorry. If I don't like her, I don't know her. She doesn't exist to me. Leute, ihr wollt nicht wissen, wie oft ich das schon gehört habe, so, dass Mikey, wenn ich irgendein Mädel kennenlerne, das erst approven muss. Oh yes. Ja. Oh yes. Because I have to like her. You know, anyways. Point is, heute machen wir was Fabulous. Und zwar, Max muss mir die Haare färben. Und ich mach's nicht so einfach, das wäre langweilig. Vor allem meine Haare sind schon vorblondiert, das heißt, es ist einfach nur dieses Rumklatsche. Willst du damit sagen, dass ich nicht meiner professionellen Friseurarbeit nachkommen kann? Ich habe extra, habe ich so auf Friseur, was ich mir darunter vorgestellt habe, so stylistenmäßig was angezogen. Aber ich finde, das passt, das ist so Frankreich-mäßig. Ja. I feel the vibes. Le Friseur. Aber um es nicht so langweilig zu machen, klatschte mir nicht nur Farbe in die Haare und es ist einfach nicht nur, er macht mir jetzt die Haare pink. Nobody got time for that, honey. Wir machen alle Farben, aber nicht nur, er hat nur 3 Farben zur Verfügung und er muss unter diesen Farben mischen und andere Farben kreieren. Okay. Und ich als Kunde werde sagen, ich möchte, dass das Regenbogen von hinten nach vorne geht. Können wir das machen? Oder seitlich. Okay, dafür muss ich erstmal mir einen Regenbogen raussuchen. Lila, blau, hellblau, grün, gelb, orange, rot. Den Blauton haben wir da, den Gelbton haben wir da und wir haben einen orangigen Rot. Also ich wollte keinen Rot haben, weil red does not look fabulous. Und du musst dann damit jetzt ein Hellblau mischen. Ja. Und du musst damit ein Grün mischen. Kann man überhaupt ein Hellblau mischen? Wahrscheinlich mit Gelb, aber macht man Hellblau nicht mit Weiß und Dunkelblau? Ja. Aber ich habe ja kein Weiß. Conditioner. Dann wird sie einfach durchsichtig. Darf ich, oder wie? Ja, ja. Okay, sehr gut. Es ist so ein bisschen Kunstexperiment. So, if I look single forever after this, it's your fault. That no guy will talk to me the next 3 or 4 or 5 days until I color it again. Also quasi kein Druck für mich. Ganz lockere Angelegenheit. Nein, kein Druck. Also ich glaube, ganz ehrlich, orange wird gar kein Problem. Einfach ein bisschen Gelb zum Roten geben. Vor allem, das ist ja schon leicht orangig. Grün ist ja, glaube ich, auch einfach Gelb und Blau. Mhm. Hellblau, dann halt eben Conditioner dazu zum Blau. Lila habe ich keine Ahnung. Ich glaube, lila würde ich wahrscheinlich alle 3 zusammen. Oh, oh. Okay. Hast du in Kunst nicht aufgepasst? Nein, natürlich nicht. Ich habe in Kunst immer schlechte Noten gehabt, bis einmal, als wir abstrakte Kunst gemacht haben, habe ich einfach so drauf geklatscht und habe eine 1 bekommen. Geil. Warte mal, wie macht man lila, Dave? I will not. Lila? Doch, doch, lila ist rot und blau. I will not tell because I do not know. Ah, du warst. Aber rot und blau. Glaubst du? Hingekriegt. Ah, okay, sehr gut. Mikey hat uns diesen wunderbaren grünen, was ist das, jasmingrüner Tee? Yes. Das wird eines Tages zu einem Cocktail bei mir im Restaurant, wenn ich es jemals schaffe, ein Restaurant zu gründen. Es wird auf jeden Fall Zeit. Man sieht einfach in diesem Licht automatisch geschminkt aus. Mikey, ist wirklich wahr. Man sieht aus, als wäre man geschminkt. That's why I look so beautiful. Hier ist der Regenbogen. Ich würde sagen, als erstes, wie schnell muss ich arbeiten? Trocknet die Farbe? Also, nein, du hast immer Zeit. Okay, das heißt, dann nehme ich als erstes, weil es am einfachsten ist, Orange. Dafür brauchen wir Gelb und Rot. Und die Farbe hier ist sogar noch ungeöffnet. Die haben wir so auf Satisfying. Oh! Uiuiui. Ich nehme auf jeden Fall, ich würde sagen, 2 Spoons von Rot. Digga, wie viel nimmst du? 1 Scoop von Rot und einen halben von Gelb, würde ich sagen. Na, wobei, es ist ja doch einen halben von Gelb, weil es ist ja schon recht orange, so die Farbe an sich hier. Okay. Ich musste deine Blicke deuten, die du so zwischenzeitlich zur Kamera wirfst. Okay, das reicht ein bisschen, zack. Ey, das sieht aus, als sei es radioaktive Ketchup mit radioaktivem Senf, oder? Okay, womit vermische ich jetzt? Ich habe dir meine Make-up-Pinsel zum Opfern genommen. Okay, tue ich das hier wieder rein. Irgendwie habe ich so das ungesunde Bedürfnis, das zu essen. Dann vermische ich jetzt mal und gucke, ob es ein schönes Orange wird. Ui, es sieht auf den ersten Blick so aus, als sollte da noch ordentlich Gelb rein. Wie dominant ist denn das Rot, bitte?
Okay, da muss noch Big Time Gelb rein, bevor hier irgendwas passiert. Oder ein bisschen Conditioner. Davon wird es auch heller wahrscheinlich. Mach mal einen Drip Conditioner und erstmal das gucken, wie es dann wird. Sonst mache ich noch ein bisschen Gelb rein. Passiert wieder nichts. Okay, ich brauche Gelb auf jeden Fall. Okay, ich gebe dir einen kleinen Clou. Wenn man Farben anmischt, macht man einen, wie heißt Tissue Paper? So ein Tissue Paper Test. Zebra. Genau, man macht das da drauf und dann die Farbe, die du da drauf siehst, ist wahrscheinlich die Farbe, die dann auf Haaren rübergeht. Ach, das wird gar nicht die Farbe. Man weiß es nicht. Das ist echt schwer. Wow. Jetzt siehst du, dass du eigentlich nicht so viel Gelb mehr brauchst. Ich brauche eher noch ein bisschen Rot, oder? Na, wobei es ist eigentlich sehr orange. Ja, wir müssen auch gucken, dass das Orange ein bisschen gelblich aussieht, weil das Rote, was wir haben, ist nicht wirklich rot. Ja, okay, das stimmt. Dann ist es gut. Nächste Farbe. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes Grün. Da muss man jetzt echt aufpassen, dass man nicht zu viel Blau nimmt, weil man sieht schon direkt, Blau ballert viel mehr, als die gelbe Farbe es tut. Deshalb würde ich sagen, wir nehmen einfach mal so ein bisschen. Und das soll auf jeden Fall erstmal reichen. Und dann vermischen wir das wieder. Bin mir nicht sicher, was deine Blicke bedeuten da drüben. Okay. Oh, das wird sehr grün. Weißt du, das ist zu much schon? Das Jahr kann ich ja immer noch ein bisschen Gelb dazu. Du musst ja testen. Ja, gut. Wow. Le Grün de la Grün. Dann fehlt uns noch Lila. Für Lila brauchen wir Blau und Rot. Und boom. Ihh, was ist das für eine Ekelfarbe? Das ist Matsch. What the fuck? Oh my god, it looks really bad. Ne, oh my god. Oh my god, das sieht echt aus wie Schiss de la Dune. Um Himmels Willen. Okay, warte, ich muss fair sein. Ich glaube, das Mandarin hat viel zu viel Gelbpigmente. Das heißt, tatsächlich hast du dann Blau, Rot und Gelb gemischt und das ist, deswegen ist es immer braun geworden. Verstehst du, was ich meine? Das kann ich jetzt machen. Okay, wir machen das mit Pink und ich helfe dir. Okay, also ich durfte jetzt hier Pink benutzen. Genau. Ne? Und ich nehme einfach nochmal ein ganz kleines bisschen Blau dazu. Genau. Misch das mal durch. Tada! So. Und jetzt färben wir. Okay. Oh Gott, oh Gott. Hä? Die Farbe zieht dann so ein, ne? Ja, ja. Komm, ich mach's einfach direkt mit den Fingern so. Ist das schlimm? Mach ich was falsch schon? Nein. Okay, die Farbe, die nehmen wir da vorne gleich erst. Wie lange bleibt die Farbe in den Haaren? Muss ich glaub, das entscheiden? Ich glaube, so eine Stunde oder so. Wow, so lange? Ja, damit es wirklich sitzt. Ich wasche es vielleicht. Bei was macht man, ich kenne das noch von Jana, bei was macht man diese Alufolie drauf? Kann ich jetzt Alufolie drüber machen? Um das so abzutrennen? Ja. Ja, kannst du machen. Nice. Und jetzt nehmen wir einfach diese Alufolie und tun die da so drauf. Mein Ansatz ist richtig mitten im Leben gerade. Ja, ja, aber der wird jetzt noch mehr mitten im Leben kommen, sorry. Darum kümmere ich mich. Denkst du, ich bin an RTL DOS ready? Ich glaube, ja. Sagen wir mal so, es wird am Ende so aussehen, dass Sebastian auf dich reagieren wird. Bei den schwarzen Haaren passiert eh nichts, deshalb einfach drauf. Ich glaube, ich muss ordentlich nehmen von dem Rot, weil das ja schon ein bisschen in Richtung Orange geht. Und dann müssen wir ordentlich draufklatschen, dass das deckt. Okay. Der Mann hat Ahnung. Ja, ich habe immer aufgepasst, wenn du Haare gefärbt hast. Hier auch wieder die Alufolie drüber. Der macht jetzt Balayage mit seinen Fingern. Okay. I don't know. Vielleicht war das nicht so gut, dass du in der Mitte angefangen hast. Ich glaube auch nicht. Ich habe halt noch nicht mal einem Kumpel irgendwie jemals so die Haare geschnitten oder so, ne? Echt nicht? Das ist deine komplette erste Erfahrung mit Haaren? Absolut, ja. Das sieht schon mal sehr Slytherin aus da in der Mitte. Yes! Damit habe ich dich schon mal überzeugt, oder? I am the heir of Slytherin. Alright. Das reicht für Grün, würde ich sagen. Okay. Hey, das ist genau richtig. Jetzt nehmen wir die andere Seite und machen da Orange. Das ist schon gut gewesen mit der Alufolie, dann mischt sich das halt nicht so, ne? Oh, this looks so crazy. What the f*** did I think? Ich muss hier morgen 6 Stunden in der Bahn sitzen. Oh shit. Da wird es jetzt schwer, dass sich das nicht so vermischt. Ja, da mischt sich ein bisschen was, aber das gehört dazu. Okay. Das ist echt schwer an den Enden, wo halt schon Farbe rausguckt, ne? Möglichst wenig vermischen. Also einen richtig guten Friseur hast du wahrscheinlich so perfekte Abstände und nichts, was sich mischt, ne? Ja. Also so wird es heute nicht sein. Aber vielleicht ist es dann besser wegen Übergangssituation. Ganz genau, das dachte ich mir nämlich auch. Okay. Das ging jetzt echt flott. Ich mache jetzt die Folien ab, glaube ich. Vielleicht lässt du es erstmal einwirken und dann machst du es ab. Nö, du gibst mir keine Tipps. Ach so, okay. Ich mach's wirklich ab.
Aha, die letzte. Mein Joker, what the fuck? Ich find's gar nicht so schlecht. Und du? Ich kann's nicht sehen. Du siehst aus wie so ein Wassermalkasten. Ich sehe aus wie Malwanne. Ja. Hör mal. Tada! Ey, Leute, das sieht so gut aus. Max hat einen richtig guten Job gemacht. Guck mal diesen Übergang hinten. Look at that situation. Sieht man das in der Kamera? Ja, man sieht es schon ganz gut, wie so alles einigermaßen zusammenläuft hier. Krass, bin, oder? Bin zufrieden auch. So, Leute, da seht ihr mal die ganzen Haare. Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Nee, also ist gut gemacht auf jeden Fall. So Max, you completely gayified me. How do you feel? Ich bin sehr stolz. You turn a gay person, the most gay person, even gayer. Unglaublich. Iconic. Ist das gut? Ich weiß es nicht genau. Doch, ich feiere es. Ey, aber es hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war echt nice, ja. Du färbst mir nochmal bald die Haare? Wenn du willst, muss mir nur sagen, welche Farbe. Ich bin jetzt Profi. Du meinst ja, ob wir vielleicht, bleachen mit sollen. Mit Bleach, ja. Okay, das nächste Mal, wenn das alles rausgewachsen hat, ist, ich habe mehr Haare, dann soll er mir die Haare bleachen und dann färben. Abmattieren und einen Ton rein. Okay. Dann check Max out in the Infobox. Instagram ist auch da, wenn ihr sliden wollt. Willst du den Tschüss sagen? Ich sag Tschüss, ja. Wie, okay. Hast du eine Verabschiedung? Until then, you know you love me. XOXO, Mikey. Und Max. Tschüss.